herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. Ja, wir machen heute weiter und zwar in Ranked. Wir spielen heute auf Küste im Bereich Sichern. Und ja, da wollen wir mal gucken, wie wir das Ganze heute ja, so überstehen, sage ich mal. Und ob wir heute wieder einen Sieg holen können. Ja, mit dabei haben wir Bandit, Pulse, Morgan, Cavera. Küste, das ist eigentlich genau so eine Map, die mir nicht gefällt. Ja. Wollen wir doch mal sehen. Es gibt ab dem. Boah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich glaube, ab dem 5.9. ein neues. Neuer Operator, sage ich mal. Ja, und. Ja, dementsprechend. Kommen. Ja, zwei Karten weg und zwar einmal Farena und einmal ist es viel zu laut hier. Was ist denn hier los, ey? Es geht aber eigentlich. Ja, alles klar, mein Freund. Halt auch für euch hier gegenseitig mal einen Haufen zu schießen, ne? Sonst. Oh. Ja, wie gesagt, der Favela und Yacht wird es ab dem kommenden. Ja. Ab dem kommenden neuen Operator nicht mehr geben. Wenn ich dran denke. Kann ich ja einfach mal den Trailer anspielen. Komm hoch. Da ist nämlich das Seil. Jetzt muss ich mal irgendwas. Einfallen lassen. Nee, ich werde nicht pushen. Ich werde genau hier hinten bleiben, weil wenn ich jetzt davor laufe, bin ich unter. Wahaha. Unter Garantie tot, wollte ich sagen. Von wo? Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner sichern den Behälter. Sicherung des Bio. Ach, der war da an der Tür. Die Feinde ausschalten. Letzter verbleibender Gegner. Please don't push. Ach, bist du so bescheuert? Ja, gut, ich mein Handy mal auf lautlos stellen. So. Jawohl. Oh, haben wir die erste Runde gewonnen? Wir haben leider nur einen SS bekommen und keinen Kill. So doof wie es ist, aber so ist es halt. Ja, ich überlege gerade Sledge oder Twitch. Sledge oder Twitch? Ich nehme mal Sledge und in der nächsten Runde nehme ich Twitch. So. Obwohl. Sledge war jetzt eigentlich gar keine. Obwohl, ne? Ich weiß nicht, ob Sledge jetzt eine gute Idee war. Also. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ich
bin immer noch auf Kupfer 4 außerdem. Also für die Freunde von den Freunden der Statistik. Oha, ich glaube, das wird ein. Es wird eine schnelle Runde werden heute. Traurig, 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 dass die Leute, weil sie jetzt mal eine Runde verloren haben, direkt das Spiel verlassen müssen. Obwohl, einer ist zurückgekehrt, aber ist egal, wir spielen jetzt erstmal an 3 gegen 5 gegen 3. Jetzt muss ich aufpassen. Wegen den ganzen Bitch-Movern. Hier ist zu. Deswegen das Seil und ab geht's hier hoch. So, aber hier ist das Fenster. Weil hier sollte ein Fenster sein. Aber hier ist keins. Aber hier ist eine Luke. Die eine Fuse-Bombe hätte mich ja fast gekillt, ne? Also wenn ihr mal zurückspult, dann fliegt die ja mal so ganz dezent einfach mal so in meine Nähe. Hier kann ja nicht wahr sein, ne? So, ja, und jetzt? Mein Jäger ist weg. Ich könnte ja theoretisch mal Echo spielen. Kapkan wird nichts bringen, weil das werden die erkennen. Ich glaube Echo. Echo ist eine gute Idee, ja. Echo ist eine gute Idee. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. So, erstmal machen wir hier mal alles zu. Und dann platzieren wir meine Drohne. Ein bisschen schneller, macht aber nichts. Soll mir sogar lieb sein. Warum auch immer du da nicht zugemacht hast, kann sein, dass der da irgendwas hinmachen wollte, aber egal. Junge, bleib mal ruhig, Alter. Irgendwas, wo ich mich verstecken kann, so dass ich erstmal. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Freundliches kleines Danke ist da auch so Fehlanzeige bei solchen Leuten. Ne? Ich meine, ich hätte noch einfach liegen lassen können. Egal. Beziehungsweise kann ja eigentlich auch schon so ein bisschen ja, Voraussetzung sein. Aber es macht nicht jeder. Ist mir auch schon passiert, dass ich ja verletzt wurde, sage ich mal. Ja? Und mir einfach dann keiner mehr gemeint hat, helfen zu müssen.
dich gerade gesehen, du Lümmel. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. LOL. Aber so richtig schön in den Kopf, ey. Oh Mann. Ja, das könnte eine 3-0 Klatsche werden. Ich habe jetzt gesagt, jetzt nehme ich Twitch und ja, dabei bleibe ich auch. Ja. So könnte ich die ganzen jetzt anhitten, sage ich mal, und dann bekomme ich ja 5 Assists, sage ich mal. Ich weiß, ob sie die Kamera den platt gemacht bekommen. Oder ob die einfach, ich glaube, die ist zu weit weg, ne? Ne, war so nicht. Okay. Macht aber nichts. Wo hier die ganzen Kameras hängen, habe ich absolut keine Ahnung. Also das ist, wenn ich eine sehe, dann per Zufall. Ja, ich meine, hier oben war mal eine. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Standort. Kann nicht sein, wo sind sie? Das unbekannt. Finden den Biogefahrgutbehälter. Ja, moin. Ich glaube, da sind ein paar Bitch-Mover unterwegs. Kann das sein? Die Drohne ist bereit für den Einsatz. Jungs, es wäre ein bisschen arg doof jetzt, wenn wir jetzt nicht sehen würden, wo die jetzt sind. Also. Smoke habe ich mal. Wir sehen. So, Leute. Nun noch mal wissen, wo die sind. Ja, Mann. Magazin wird geladen. Irgendwie gefällt mir die Waffe sogar. Ich weiß nicht, ey. Wo sind denn die, ey? Ich wurde schon wieder entdeckt. Ah, hier. Junge, wir haben noch nicht mal eine Minute Zeit, ne? Also, und wir sollten jetzt langsam echt mal das Ding finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Streusprengsatz einsatzbereit. Magazinwechsel! Jawohl. Ja, das lief doch mal gut, würde ich sagen. Wir haben 3 Kills gemacht, sind einmal gestorben, ein Assist. Ja, geht doch. Ich muss halt immer ja, ein MVP sein, aber Tatsache ist, wir haben die Runde gewonnen und haben uns auch tatsächlich für uns entschieden. Und ja, gucken wir mal. Ja, 486 Punkte jetzt wieder.
Ja, das ist immer so ein ewiges Hin und Her. Ich habe momentan einen Boost, den, ja, der wird in 20 Tagen oder 19 Tagen, 18 Tagen, irgendwann läuft der ab. Jetzt sollte ich aber auch ein Pack öffnen. So sieht's aus. Wir dürfen ein Pack öffnen. Das werden wir jetzt auch noch tun. Ja, wir gehen zurück ins Hauptmenü, aber nicht, dass er jetzt schon wieder anfängt zu suchen. Das will ich nämlich jetzt nicht. Macht auch nicht. Gut, wir öffnen ein Pack zum Ende des Parts und wollen wir mal gucken, was da drin ist. Ein Waffendesign für Puls für die G36C. Kann man mal machen, finde ich. Also ich finde jetzt nicht unbedingt hässlich. Weil ich hier auch gar nicht mal, wie gesagt, so scheiße finde, mache ich hier auch direkt mal dran. G36, irgendwas war das jetzt. Für Puls war die doch gerade, oder? G36C. M45. M1014. Aber so ein bisschen verarschen willst du mich jetzt aber. Ach so. Kann das sein, dass ich noch ein paar gewisse Waffen kaufen kann? Egal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall raus für die heutige Folge von Rainbow Six Siege. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber den Daumen nach oben freuen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Abonniert mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainbow King HD. Ciao.